Welcome to Kevin Hollywood. Photographer. Trainer. An artist. You know. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. In diesem Vlog nehme ich euch mit nach Steinfurt. Da werde ich ein Event durchführen, einmal ein Business-Seminar am Samstag und dann noch das Tion-Event am Sonntag. Ihr seid live dabei. Heute ist allerdings erst Donnerstag und ich habe Besuch von ganz vielen interessanten, wichtigen Leuten, aus Berlin, die ihr schon aus dem Fernsehen kennt. Top-Videofilmer hier. Und jetzt gehen wir mal zu dem Man. Wo ist er denn? Ist auf dem Klo. So, hier ist der Rest. Boom! Da ist er! Ey, der Thaddeus hat schon das fünfte T-Shirt an in den letzten zwei Stunden. Ist so geil. Für die Videos. Alles für die Videos. Ja, ist für meinen Vlog hier. Also ihr seht übrigens auch dann später ein paar Einblicke ins Basketballspiel. Er sieht ein bisschen größer aus, aber so groß ist er gar nicht. So groß sehe ich nicht. Es wirkt gleich nur größer auf dem Basketballplatz. Oh! Ja. Ich im Wald hoch. Nee, ich hatte zwei Bilder, das weiß ich noch, zwei Fotos, also so rechts eins und links eins. Und da waren zwei Bilder, also einmal auf einmal ich zu sehen, auf dem anderen eine andere Person. Wir wollten es einer Person schenken und es musste ein Bild werden. Ja. Dann bin ich zu so einem Nerd hingegangen, sage ich, guck mal, du hast so viel mit Computer zu tun, kann man das irgendwie zusammenfügen? Wobei die richtige Plattform. Was heißt das? Ja, man muss halt finden, wo man sich wohlfühlt. Man muss überall mal tanzen. Ne? Du gehst in jeden Club rein und irgendwann findest du deinen Club, wo du sagst, hier spielt eine gute Musik, okay. Hier sind die richtigen Typen, okay. Die sind korrekt gekleidet. Da fühle ich mich wohl. Aber dazu musst du erstmal in die Clubs reingehen. Also jemand, der sagt, Snapchat ist nicht mein Ding, der wird niemals sehen, wie es innen drin ist und welche Leute da ist. Also ich sage immer, du musst mit jedem Social Media Zug mal ein Stück fahren, um dann zu entscheiden, ob du auf dem Zug bleibst oder nicht. Also finde die richtige Plattform wäre das Erste für mich. Was hast du beendet? Und der will euch was zurückgeben. Jetzt, er will euch was zurückgeben und jetzt aufpassen. Na, Achtung jetzt. Also ich bin ein Riesenfan von Kevin, my man Kevin Hollywood, natürlich auch von seiner Community. Und ich habe einen Partner, das ist JBL und wir beide stehen auf diese Kopfhörer. Ja, wir sind jetzt auf dem Basketballplatz, aber nicht mehr lange. Wir haben vorhin nicht gefilmt. 21 Uhr ist eine gute Zeit oder eine gute Zeit? Ja. 21 Uhr? Ja. Ich habe gegen Thaddeus verloren. Ich habe 7-0 geführt, ey, oder 7-1. Und dann fängt er an und zockt mich 11-7 ab. Aber es hat Spaß gemacht. Aber das gut gespielt. Das habe ich auch mal meinen Meister gefunden. Und das Lustige war, ich habe besser getroffen denn je. Ja. Und habe trotzdem verloren. Fing auf einmal an, ne? Vor allen Dingen am Anfang, wo du gesagt hast, werf mal mit links. Ich habe sogar mit links getroffen. Da hat er Augen gemacht, Alter. Da ging jeder Dreier rein. Da habe ich wirklich gedacht, okay. Vier Dreier in Folge und er so, werf mal mit links und auch mit links versenkt. Das habe ich noch nie getroffen, sowas. Ja. Und er so, ja. So, Leute. Thaddeus geht jetzt auch wieder mit seinen Jungs weiter. Ich fahre jetzt gerade nach Hause und mir wird wieder gerade ganz deutlich bewusst, wie wichtig solche Menschen sind, also wie wichtig es ist, solche Menschen zu treffen, die die gleichen Ziele verfolgen, den gleichen Spirit, das gleiche Mindset, die gleichen Bücher lesen. Das ist einfach was ganz anderes. Also der Tag hat mir wieder so viel gebracht. Aber das ist so ein Gefühl, was da von innen ist, wo einem echt gut tut, wenn man sich mit solchen Leuten abgibt. Also richtig geil. Für mich geht es jetzt nach Hause. Und morgen geht es dann, wie gesagt, nach Steinfurt für das Wochenende, wo ich mich mega drauf freue, wieder Leute zu treffen, die vorankommen wollen, die das gleiche Mindset haben. Ich fühle mich wohl. Geil. Leute, ich muss mal ganz kurz was Cooles in den Blog einbauen. Ich habe vor mehreren Monaten eine Anfrage bekommen, ob man ein Bild von mir nutzen kann für die Titelseite eines Magazins. Und ich habe gesagt, okay, ist ein cooles Magazin und so weiter. Ein paar hundert Euro können wir nutzen, gerne. Es wurde genutzt und nach mehreren Monaten wurde das Geld aber noch nicht bezahlt. Aber das Bild, das wurde schon genutzt. Das hat mir der Tim aus Frankreich geschickt. Also da hat man das Bild gesehen, es wurde beworben und so weiter. Aber ich habe nie mein Geld gesehen.
Wir haben unzählige E-Mails geschrieben, ganz oft angerufen. Und jetzt habe ich mich entschlossen, einen Facebook-Post zu machen, also einen Pranger-Post, wo ich die Situation öffentlich poste. Nach 16 Minuten bekam ich dann eine Antwort. Hier. Wo sie dann schreibt, dass sie selber noch nicht bezahlt wurden und sie hinterherhängen. Und dann hat sie mir noch geschrieben, dass sie in den letzten Monaten 50 E-Mails bekommen hat und da ist sie jetzt nicht durchgekommen, die alle zu beantworten. 50 E-Mails in ein paar Monaten, jetzt kriege ich eine halbe Stunde! Wenn die jetzt nicht zahlen, hey, dann muss ich wohl den Anwalt einschalten. Aber das Lustige ist, 10 E-Mails geschrieben, 10 Anrufe, du kriegst monatelang keine Antwort. Ein Facebook-Post, 16 Minuten. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal mit euch teilen. So, wir fahren jetzt los. Der Rest vom Team kommt dann heute Nachmittag nach. So sieht es hier aus. Ich habe mich nach hinten verkrümelt, dass ich ein bisschen was machen kann hier. So, die Hälfte haben wir. Jetzt plagt uns gerade der Hunger. Wir werden hier nichts Gesundes bekommen, aber ja, wir müssen ja überleben. Wir haben jetzt gerade die Location abgecheckt, die war gut. Dann machen wir noch kurz. Dann machen wir kurz beim Lidl. Und jetzt sind wir beim Asiaten und essen noch was. Und der Georgia Grand Stuhl. Der Georgia Grand Stuhl kaputt gemacht. Sorry, vielleicht esse ich doch nichts. Hey Leute, wir haben hier einen Checkpot gemacht, Alter. Richtig gut. Voll lecker, ey, und viel. Irgendwie sieht unser Hotel so still aus, so leer aus. Yes, Freunde, endlich da. Schönes Zimmer. Wie gesagt, der Rest vom Team, der kommt noch. Meine Frau ist auch noch unterwegs. Die ist da mit dabei. Und es ist echt schön hier. Ich glaube, ich werde vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen gleich. So eine riesige Golfanlage. Ja, aber richtig nice. So, ich war gerade eben ein bisschen spazieren. Allerdings ist hier alles überschwemmt. Georgie! Georgie! Georgie? Guck mal rüber, Georgie! Georgie! Und das Geile ist, Praktikant Lukas, der rennt ganz da hinten irgendwo. Der wollte auch joggen gehen. Irgendwo da hinten war er gerade. Einen schönen guten Morgen, Freunde. Ich habe laut App eigentlich immer einen Durchschnitt an Schlafqualität von 70-90%. Heute lag es bei 32%. Aber damit, da lasse ich mich nicht runterkriegen, denn wenn die Leute kommen, später habe ich eine Leistungsbereitschaft von 150%. So, wir sind hier beim Frühstück. Ich muss euch mal ganz kurz das coole T-Shirt zeigen. Da gehört nicht zum Team. Hier ist so. Bam, wer die pure Fotografie sucht. Bam. Lukas, dein T-Shirt? Im Hotel, sonst klecker ich voll mit Marmelade. Ach so, das kommt noch, okay. Kommt noch. So, wir sind jetzt an der Location, haben noch ein bisschen Beamer-Anschlussprobleme. Aber das ist völlig normal, deswegen sind wir mal rechtzeitig da, ein paar Stunden vorher. Das Team schiebt hier gerade noch die Tische zurecht, das ist eine geile Location. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Beamer da angeschlossen bekommen. Gespannt. So, Freunde, ich konnte leider nicht hier mitfilmen, weil wir haben die Kamera gebraucht, um das Event aufzuzeichnen. Ist schon wieder alles raus hier, war rappelvoll vorhin, war richtig geil, tolles Event, hat Spaß gemacht. Morgen ist jetzt noch hier das Tion-Event, da nehme ich auch noch ein paar Sequenzen mit. Wir haben jetzt 18.47 Uhr, jetzt gehen wir gleich schon mit dem Team was essen und dann gehe ich ins Hotel ausruhen und morgen ist dann das Tion-Event, was auch wieder viel Energie kostet. Aber der Tag heute, der war schon mal richtig, richtig geil.
Wir haben alles auf Video aufgezeichnet und die Chancen stehen gut, dass wir das dann später im Store anbieten können. Business-Seminar über Preisgestaltung. Bam! Es regnet, die Erde wird nass. So, ja, da sind sie alle mit dem schwarzen T-Shirt. DJ-Team, gerade noch gekommen für morgen. Jetzt suchen wir hier gerade was zu essen. Ist leider ein bisschen hier Outback. Fast überall alles geschlossen. Mal gucken, ob wir irgendwas zu essen kriegen. So, Freunde, es ist jetzt 9:30. Wir sind jetzt im Hotel, haben lecker gegessen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das tat gut, mit dem Team zusammenzusitzen. Und ja, nochmal viel zu besprechen. Jetzt geht's ins Hotel, ein bisschen Film noch gucken, einschlafen. Bin schon kaputt. Und morgen früh um 9 geht's dann aufs Tion-Event, ein bisschen umbauen, alles vorbereiten. 12 Uhr kommen dann die Leute und dann geiler Community-Tag. Ja, ich filme morgen wieder. Bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Alter, ich habe schon wieder so beschissen geschlafen. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich freue mich aufs Tion-Event jetzt. Mega. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück. So, meine Freunde, wir sind wieder in der Halle. Ich habe hier meinen Laptop, werde hier noch ein bisschen was arbeiten. Weil Einlass ist ja, glaube ich, erst um 12 Uhr oder sowas oder 11:30 Uhr. Und ja, heute sieht die Halle anders aus wie gestern. Wir erwarten 300 bis 400 Leute und sind schon ganz gespannt. Oh, wow, die DJs, wow. Heute mal on top. Bam! Besten DJs hier. 3, 2, 1. Alter! Weil wir jetzt erstmal die Kamera anmachen. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt machen wir mal richtiges. Also, 3, 2, 1. Super, Dankeschön. Das war's. So, meine Freunde, das hier ist die letzte Vlog-Sequenz, denn hier ist mein Laptop und ich schneide euch jetzt den Vlog hier quasi auf dem Rückweg. Die Hälfte vom Team ist schon vorgefahren, hier noch am Start Jeanette, George fährt da hinten und Lukas vorne noch mit dabei. Jetzt sind wir doch schon ein bisschen groggy, ne? Meine Stimme, die hält ja einiges aus, aber jetzt kratzt sie schon ein bisschen. Aber es war ein mega geiles Wochenende. Das Business-Event, dann noch das Tion-Event. Mega geil. Das nächste Tion-Event ist am 8. Oktober. Und die Tickets dafür schalten wir jetzt wieder reihenweise frei. Immer wieder mal 100. Dann wieder ein Catch. Es wird geil werden. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Vlog.